Nein! Ja, so macht das Ganze schon wieder. So ergibt das Ganze schon wieder keinen Sinn. Und bevor wir ein Level eh nochmal neu machen müssen, dann können wir es auch gleich nochmal so wiederholen, ne? Das, ja. Also ich wäre da nicht anders rangekommen. Gehe ich jetzt mal einfach fest davon aus. Und zumal, ja, nee, ist vollkommen richtig, wie ich das gemacht habe. Weil es ja absolut in der Nähe eines Checky-Checky-Points. Da hätte ich mich jetzt... Da hätte ich mich jetzt sehr komisch gefühlt. In der Tat. Wenn ich... Das ist jetzt nicht wahr. Da hätte ich mich, da hätte ich mich. Dup-di-dup-dup. Dup-dup. Dup-dup-dup. Da hätte ich mich jetzt sehr komisch gefühlt, wenn ich ein Level weitergespielt hätte. So. Hihi, haha. So, warum du böse und gemein? Ich nicht böse und gemein. Du aber böse und gemein. Böse und gemein. Ja. Naja, okay. Diesen Triumph gönne ich euch, aber beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, dann werde ich euch zeigen, was eine pilzgeharkte Harke ist. Eine Gepilzharke. Eine Harke, die mit Pilzen vertraut ist. Eine, ihr wisst schon, Pilzkönigreich und so. Ja, ja, ja. Die Pilze, ja, ja. Die dürfen nirgendwo fehlen. Champignons, Champignons. Ich mag Champignons nicht, übrigens. Nur so nebenbei. Das ist eines von 2 Dutzend Sachen, die ich nicht mag. Ja. Champignons. Wie geht's? Kann man die ja freiwillig essen. Muss man hier, also, muss man aufpassen. Manche Leute versuchen einem das auf einer Pizza anzudrehen. Auf einer Pizza. Das muss man sich mal vorstellen. Also, echt mal. So. Das war irgendwie einfacher als gedacht. Finde ich schön. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. So. Ja, kann man sich auch dümmer anstellen, glaube ich, ne? Deswegen fand ich meine Leistung jetzt irgendwie ganz, ganz knupsig, muss ich mal so sagen. Das hier kommt mir total bekannt vor, weil das ist total aus Super Mario Land. Quatsch, Super Mario. Super Mario Bros. 3, genau, das war's. Oh, hi, Ludwig. Ja, wo ist denn mein kleiner Ludwig? Ja, wo ist denn nur mein schnupsiger kleiner Scheiß-Ludwig? Drecks-Ludwig, ey. Ja, na, na. Na, 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 der Drecks-Ludwig, der macht immer so Quatsch, so Quatsch, so Quatsch. Achso, der hatte so, in dem Teil hatte er so Morphing-Zauber, Quatsch, hier, so. Homing! Homing war das Wort, genau. Er hatte Homing-Zaubersprüche und er konnte sich so fortbewegen wie Yoshi. Und der fand das kein bisschen doof. Ja. Mensch, das war ja mal ein schwächlicher Auftritt, Ludwig. Muss ich echt mal so sagen. Also, du hattest definitiv schon mal mehr drauf. Nee, im eigentlichen New Super Mario Bros. Wii Abenteuer hatte er doch so eine komische Stage, oder? Mit den drei beweglichen Plattformen und so, wo er jeweils an verschiedenen Orten aufgetaucht ist, was mich damals echt zur Weißglut getrieben hat, also als ich das allererste Mal gespielt habe. In meinem Let's Play dann nicht mehr, komischerweise, aber wie gesagt, als ich das allererste Mal gemacht habe, das war heftig. You have gotten everything in Starry Skies. Way, way, wahoo, auf zum Bowser-Planeten. Wo fliegen wir jetzt hin? Wo bringt uns der Stern hin? Tatsächlich, der Bowser-Planet. Speichern. Ja. Bowser hat seine eigene Festung. Koopa Planet. Ja, er hat einen eigenen Planeten. Warum auch nicht, ne? Also, klotzen, nicht kleckern. Das ist auch eindeutig mein Motto. So, Sky Mountain, Starry Skies. Hier haben wir tatsächlich alles. Das ist ja schön, das ist ja toll. Gut, wie viele? 42 Münzen gibt's hier. Da gibt's ja noch mal ein bisschen was zu tun. Das haut mich ja quasi gesehen jetzt ein bisschen um. Jo, und weil ich gerade sehe, das ist so zeitlich einigermaßen, wir schnuppern noch mal kurz in die Welt hier rein. Ach was. Jetzt besinnen wir uns total auf Super Mario Bros. 3, oder was? Wieder Scrollgedöns? Der Patzer-Level. Ich habe diese Level früher gehasst. Gehasst wie die Pest, weil ich einfach zu dumm oder zu blöd oder zu klein dazu war. Also, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Das war mir zu viel. Da flogen mir zu viele Sachen durch die Gegend. Überall hier so Kugeln, Kabuff, Kabuff und Monty-Maulwürfe und... Was zum Teufel? Was? Ich darf... Was?
Ich bin jetzt durch die Abgase gestorben, oder? Also quasi durch den dunklen Nebel da. Des Grauens, der da so aufgetaucht ist. Ist das... Ist das definitionsgemäß richtig? Aber der war da überall, oder? Das ist übrigens Mario 64 Musik. Wie kommt man hier durch? Ach so! Ja, ja, sag mir das doch. Lalala, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch und keiner kann mir das nehmen. Schnur, 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 schnur. So, läuft doch. Funktioniert doch. Man muss sich doch nur ein bisschen hier, ne? Also, ich mag die Mario 64 Musik total. Aber ich glaube, Mario 64 klang sie ein bisschen geiler, oder? Kommt es gerade so vor. Weiß nicht genau. Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen täusche, weil ich es wieder ein bisschen sehr leise gedreht habe. Für mich halt. Aber, ich glaube... Ey, weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Mario 64 Musik auch einfach irgendwie zu Mario 64 gehört. Und nicht so, ja, so geil sie auch sein mag. Irgendwie bei einem 2D-Mario-Teil, da kommt das nicht so richtig rüber. Mein, wisst ihr das noch? Damals dieses erhabene Gefühl quasi gesehen, als ihr wirklich das allererste Mal diese Welt betreten habt und dann so versucht habt, Bowser in den Hintern zu treten. Das war echt heftig. In 3D wohlgemerkt. 3D. Dreidimensionaler Schmuschmu. Ihr wisst schon. Das war heftig. Das war gewissermaßen absolut bombastisch. Das war... Ja, genau so war das. Dup, didup, didup, didup. Vielleicht kann das ja irgendjemand nachvollziehen. Auf dieser Welt, das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich auf die untere Kanonenkugel und dann auf die obere drauf. Und dann bin ich irgendwie dazwischen gesprungen. Und dann war da so ein Mecha-Cooper. Und dann war ich plötzlich in der Kanonenkugel drin. Das ist jetzt nicht wirklich so, also, ne? Das ist meine Phobie bezüglich dieser Panzerlevel habe ich eigentlich abgelegt, dachte ich. Dachte ich. Habe ich diese ganzen Panzerlevel nicht sogar ohne Probleme, mehr oder weniger ohne Probleme, in meinem Let's Play zu Super Mario Bros. 3 geschafft? Also kann gut sein, dass ich da das ein oder andere Mal draufgegangen bin. Ich glaube, lebenstechnisch wurde es zum Schluss dann auch wirklich knapp. Aber trotzdem, jetzt nicht so knapp wie, nö? Nee. Nö, nö, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dupdi-dup-di-dup, ich will alle roten Münzen dieser Welt einsammeln. Denn sie gehören mir, mir, mir allein. Mir allein, das ist fein. Oh Gott, und ich bin vollkommen rein. Mann! Ups, was? Nein. Ne, nein. Nein, auch nicht. Hier, überall nicht. Was? Hier nirgendwo? Wie jetzt? Stern 1? Aha, nein, doch. Hä? Ach so, schön, gut. Ich hätte mich jetzt auch sehr ich hätte schwören oder wetten können, dass man in einen dieser... Wo lande ich denn jetzt? Dass man in einer dieser schwarzen Röhren reingehen kann. Kommt jetzt. Ach so. Verarsche. Ist ja wenigstens irgendwas drin. Also ist richtig. Nein. Nö. Gut, dann halt nicht. Ich bin nicht auf eure Almosen angewiesen, ganz ehrlich. Ich komme auch gut allein zurecht, sagte er und hatte dabei eine Feuerblume hinter seinem Rücken versteckt. Gut. Jetzt erkenne ich auch, was das auf der Oberweltkarte ist. Das sind Panzer. Ich habe es zuerst für so eine Art Gräber oder Tempel oder ähnliches gehalten, aber das soll ein Panzer sein. Auch gut. Jet Airship. Und wieder ein Luftschiff? Bäh. Hallo, ihr kleinen süßen Montys. Die ihr so fröhlich in die Kamera guckt. Wenigstens, doch, ist es ein Scroll. Ja, ja. Scroll, Scroll. Scroll-Level, oh, ganz tolle Erfindung. Oh, da haben wir viel zu wenig in diesem Hack. Haben wir viel zu wenig. Da müssen wir noch. Da müssen wir noch, da müssen wir noch. Das ist, diese Idee kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Woher, das war auch aus dem Original Super Mario Bros. 3 Level, oder? Dieser Level, der so absolut abnormal schnell vorwärts ging? Da bin ich mir doch irgendwie fast sicher, dass es auch im Original-Level so war. Das erinnert mich ziemlich an etwas. Und da habe ich auch so das ein oder andere Leben gelassen. Und es hat wenig Spaß gemacht. Und dass ich hier überall die Schalterpaläste aktiviert habe, das macht mir wiederum ziemlich viel Spaß. So, nur mit den Sternmünzen ist es ein bisschen blöd. Weil man natürlich immer im Eifer des Gefechts absolut
richtig reagieren muss. Aha. Ja, kann man so machen, ne? Ja, das ist ja bequem. Bequem, bequem, bequem. Schön, dass ihr auch an die gedacht habt, die fleißig in eurem Spiel waren. Was ist los? Was ist los? Was wollt ihr von mir? Uah! Wollt ihr nämlich jetzt echt einquetschen? Also, so echt, echt? So richtig echt? So richtig mit, also, so richtig mit ohne Wiederkehr? Das war ja gemein. Blups, 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 blups. Ich hoffe mal sehr, dass da unten nichts war. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe mal sehr, dass die Münzen mir den richtigen Weg weisen. Doch ich weiß es nicht genau. Ich weiß überhaupt nichts eigentlich. Wow, das war lustig. Weil der Bildschirm mich wieder auf die richtige Spur gebracht hat. Wow, wow, wow. Oh Gott. Laufen, laufen, laufen. Das bin ich doch nicht mehr gewohnt. Ein alter Klempner ist doch kein D-Zug. So. Tschuk, tschuk, tschucke, 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 tschucke. Tschuk, tschuk. Tschuk, tschuk. Tschuk, tschuk. Tschuk, tschuk. Diesmal hat der Trick nicht funktioniert. Weil die Plattform eindeutig zu hoch war. Naja. Okay, aber zumindest wissen wir jetzt, wo alle Sternmünzen sind. Sollte also absolut kein Problem sein, diese alle einzusammeln. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So. Ba, 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 ba. Ich finde das voll lustig, dass ich in Welt 8 bin. Und das macht mir total Bock auf dieses Spiel, Spiel, Spiel. Ich glaube nämlich, dass ich dann gleich eine kleine Pause mache und dann so richtig das Mario-Dingens hier durchziehe. Einfach damit ich für mich ein gutes Gefühl habe und damit ich den letzten Kram nicht morgen machen muss. Andererseits, das ist... Nee, das ist eine blöde Idee, oder? Immer wenn ich sowas in der Vergangenheit gemacht habe, dann ging sowas schief. Aber wenn ich es genau anders mache, dann geht's auch schief. Weil dann komme ich morgen nicht rein in das Spiel. Das ist ekelhaft, diese Entscheidung. Ich weiß nicht. Irgendwie, wenn ich zu lange, also wirklich so 3 oder 4 Stunden fast am Stück ein Spiel Let's Playe, dann habe ich immer so den Eindruck, wow, dass die letzten Aufnahmen auch nicht mehr so, dann sind die ein bisschen gehetzt, so ein bisschen gequält. So nach dem Motto, ich muss da jetzt unbedingt durch. Das soll eigentlich diesmal nicht so sein. Deswegen wäre es eigentlich besser, wenn ich mir wirklich ein bisschen Zeit lassen würde. So quasi gesehen noch diesen Level hier und dann einfach so, oh, Pause. Dann einfach so sagen, ne, den Rest, den gucke ich mir dann morgen an. Läuft mir ja nicht weg, das Spiel. Das schöne Spiel. Nein, nein, das läuft mir nicht weg. Das wäre eigentlich genau die richtige Herangehensweise und deswegen mache ich das ausnahmsweise auch mal. Es wäre zwar ein cooles Gefühl, heute Abend irgendwie so ins Bett zu gehen und sich so zu denken, so, weiteres Let's Play geschafft, aber zwingend notwendig ist es. Zwingend notwendig ist es wirklich nicht. Nicht für mein Wohlgefühl, Wohlempfinden. Ich habe Videos produziert, das reicht. Das reicht, um glücklich zu sein. Das bedeutet nämlich, dass ich für die nächsten Tage wieder ein bisschen Futter habe und so weiter und so fort. Und dann kann ich wenigstens auch so halb im Hinterkopf behalten, dass ich mir tatsächlich über ein Nachfolgeprojekt zu eben in diesem Spiel hier mal konkreter so langsam aber sicher Gedanken machen kann. Und dann geht's damit eben, was weiß ich, am nächsten Wochenende los oder so. Wenn ich halt Bock dazu hab. Aha! So, Level beendet. War jetzt zum Schluss doch nicht so schlimm, wie ursprünglich gedacht. Oder wie zeitweilig vermutet. Aber naja. Gut. Ach, so ein Level gab's in Super Mario Bros. 3. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich müsste mir mein Let's Play mal wieder angucken. Naja. Gut. Also, Welt 8.1, Welt 8.2 haben wir gesehen. Welt 8.3 nennt sich Burn Stone Flow Walls. Falls. Nicht Walls, sondern Falls. Das klingt sehr feurig. Und sehr böse. Was wir hier alles noch so erleben werden auf diesem Bowser-Planeten, der sich hier so keck und frech und fröhlich irgendwie im Weltraum darbietet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Wenn ich weitermache mit Newer Super Mario Bros. 3, wir sind auf der Zielgeraden, so scheint es. Nur noch ein kleiner Bowser-Planet und dann Schluss? Fragezeichen? Oh, da kommt danach doch noch die ominöse und viel gerühmte Star Road. Wir werden sehen. Ich sag für den Moment aber erstmal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.